Wir machen ein Buch und zwar das Pan-Kochbuch. Diesen Dialog zwischen dir Mediziner und mir Koch sollten wir doch mal zusammenbringen. Für mich ist das einfach die schönste Medizin, die es gibt. Das ist ein Essen, mit dem man gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen was machen kann, man kann gegen Diabetes was machen. Mein Kopf und Herz sind hier zusammen und wir machen hier einfach gerade was, was wir noch nie zuvor in dieser Radikalität zusammen gemacht haben. Ich meine, ich kann nicht so gut kochen wie du, aber das ist voll cool, dass du diesen Aha-Moment hast und du sagst, okay, das geht auch ohne Öl. Kurkuma ist ein Nahrungsmittel, das, also ist hier ein Gewürz, ne? Also vielleicht dazu auch noch ein Wort, wir benutzen hier viele Gewürze, weil Gewürze auch ganz oft so antioxidative Bestandteile haben. Der schwarze Pfeffer, da ist Piperin drin und das hilft, dass das Kurkumin aus dem Kurkuma besser aufgenommen werden kann. Die Bioverfügbarkeit, also was unser, im Endeffekt geht es ja gar nicht darum, was wir essen. Hammer, ne? Der ist wirklich wunderschön. Und wenn man sich vorstellt, dass man mit diesem Essen Krankheiten vorbeugen kann und die behandeln kann, also es ist irgendwie, aber das Essen kann trotzdem sehr, sehr lecker schmecken.